Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu unserem 1001. Video. Sozusagen Märchen aus 1001 Nacht werde ich euch heute erzählen. Und ICM hat uns freundlicherweise hier ein Modell zukommen lassen, den COSAC 2. Ich bin der Meinung, dass ich den COSAC 1 schon vorgestellt habe, kann mich da aber auch irren. Gerne könnt ihr mich da berichtigen, das drunter schreiben, würde ich mich natürlich gerne drüber freuen. So, kommen wir erstmal wie gewohnt zu den Eckdaten. ICM unter der Nummer 35016 im Maßstab 1:35. COSAC 2 Guardian Patrol Car, der volle Name von diesem Fahrzeug. Wir haben insgesamt enthalten 8 Spritzlinge plus Ätzteile. Ja, das ist ein Novum, kenne ich so bis jetzt von ICM eigentlich gar nicht. Dann sind die altbekannten Vinylreifen, die ICM gerne beilegt, dabei und natürlich Klarsichtteile für die Optiken und natürlich dann die Gläser. So, 132 Baustufen, das hört sich wirklich gewaltig an, ist aber wirklich halb so schlimm, glaubt mir, wenn wir uns die Anleitung gleich ansehen. Wisst ihr, was ich meine? 5 Dekel und Bemalvorschläge und diese wunderbare Digitaltarnung. Ich zeige sie hier einmal. Da sind nämlich die 5 verschiedenen Dekelvarianten aufgeführt und unter anderem auch 2 in diesem sogenannten Digitalkarmuster. Die sind auch ebenfalls als Abziehbilder enthalten, sehr löblich. Dazu kommen wir aber natürlich auch gleich später. 43,50 Euro derzeitiger Preis. Und ihr habt es schon gesehen, wir kommen wie gewohnt zur Anleitung. Die haben wir hier, die ist in Bunt und in Farbe. Einziger kleine Wehmutstropfen persönlich, wie ich finde. Da gehen wir nämlich gleich erstmal hier hin. Da sind nur die Farben von ICM. Auf der ICM-Seite www.icm.ua oder .com, müssen wir mal gucken. Da gibt es dann eine Conversation Chart, beziehungsweise hier ein Vergleichsmittelchen. Ansonsten ist das Ganze hier halt von A bis R und hier sind dann die jeweiligen ICM-Farben angegeben. Dann haben wir in ukrainischer und in englischer Sprache ein paar Daten und Fakten. Hier nochmal ein paar Hinweise und hier geht es dann auch schon los mit den Spritzlingen. Relativ groß gehalten, man kann die Bauteile schön erkennen. Also da sollte kein Auge trocken bleiben, das passt soweit. Hier genauso, und da ist dann hier unter P für Photo Edge Parts, da haben wir dann tatsächlich mal Photo Edge Teile dabei. So, der Bau startet hier und da können wir das schon mal sehen, dass hier die Federpakete, das ist schon mal Baustufe 1 und dann hier die Anbauteile. Also das summiert sich so ein bisschen, andere Hersteller machen das dann in einem Bauschritt, wo dann mehrere Bauteile drin sind. Hier ist wirklich tatsächlich alles einzeln aufgeführt, deswegen ist das auch so immens oder es, ich sag mal, liest sich halt doch relativ viel, ist aber tatsächlich ja relativ wenig. Die Detaillierung finde ich sehr gut, also ICM steigert sich da tatsächlich immer. Ich habe da immer noch diese Ostblock-Modelle, aber von diesem Ruf, von diesen Modellen ist ICM tatsächlich wirklich schon eine ganze lange Zeit her. So, zum Fahrzeug. Der Wagen ist entwickelt worden, eigentlich für die Grenztruppen, die Ukraine hat, ist dann im Laufe der Konflikthandlung, die der Ukraine anhaften seit den 2010er Jahren, immer mal wieder modifiziert worden, immer wieder umgebaut worden und ist natürlich jetzt auch an aktiven Kampfhandlungen dann beteiligt, was man dann auch an den Modifikationen sehen, an der Bewaffnung. Normalerweise benötigt ein Grenzfahrzeug nicht so eine große Kanone, Maschinengewehr, Gun, wie auch immer. Und das sind dann so Sachen, auch mit der Panzerung, die sich dann im Laufe der Jahre dann geändert haben. COSAC 1, COSAC 2. Ich glaube, soweit mein Allgemeinwissen reicht, soll das auch Kosacke heißen. Möchte da jetzt aber auch nichts sagen. Nicht, dass ich da wieder irgendwelchen Quatsch erzähle. So, hier ist dann der Kampfstand. Da ist auch die, ich glaube, eine 12,8 mm Maschinenkanone ist das. Also ist schon relativ gut ausgestattet für ein geländegängiges Fahrzeug. Hier sind dann die Nachschiebevarianten. Ganz interessant, welche Varianten wir da haben. Die beigefügten Nachschiebebilder sind hier auch schön zu sehen. Und wo dann hier
das weitergeht. Hier kann man das auch sehr schön sehen. Und da sind dann diese Digitalkamos, die Abziehbilder liegen mit bei. Das finde ich immer richtig gut. Das haben wir ja schon bei einem Bausatz vorgestellt. Und interessant ist auch hier zu sehen, dass abgebildet worden ist, wo und wann das Ganze dann tatsächlich stattfindet. 2020, Dezember, also relativ aktuell. In der Zeit sind natürlich schon wieder viel Wasser die Flüsse runtergeflossen. Ja. So, jetzt meine heißgeliebten Bausätze hier mit diesem Stülpkarton, wo man dann die Sachen immer rausholen muss. Lässt sich immer doof darstellen bzw. rausholen. Ich musste nämlich so ein bisschen aufpassen, dass die nicht wieder runterfallen und mir das hinzuschlagen. Spritzlinge relativ groß, auch das ist ja nicht immer der Fall. Relativ viel auch drauf und die Qualität der Bauteile, die wollen wir uns natürlich angucken, weil darum geht es ja, deswegen sitzen wir ja hier, da kann ja der Schiller eine ganze Menge Zeug erzählen. So, und dann gucken wir uns das an. So, und neben den Detaillierungen ist natürlich auch ganz wichtig, sind dort irgendwelche ja, Besonderheiten, haben wir hier Gravuren, wenn ja, wie sehen die aus, sind irgendwelche Auffälligkeiten, aber bis jetzt hier, was ich hier einsehen kann, das sieht richtig gut aus und ICM ist tatsächlich einer der wenigen Hersteller, die A in Europa produzieren, das ist keine Selbstverständlichkeit und von A bis Z, also das beinhaltet, dass sämtliche Entwicklungsschritte von dem Cut-Design, vom Fräsen der Form, von den ganzen Passkontrollen, das findet tatsächlich alles in der Ukraine statt. Das findet auch das Spritzen der Kunststoffteile statt. Da wird auch die Verpackung gedruckt und selbstverständlich wird das Ganze hier auch dann gepackt. Ja, ganz interessant, hier oben auch nochmal der Hersteller, da kann man das schön sehen. Und warum das ganz interessant ist, ihr seht jetzt ja hier, das ist praktisch der Innenausbauteil und das ist dann das Außenteil. So, und wenn ich das Ganze nämlich jetzt umdrehe, da kann man das hier schön sehen, dann wird dieses Bauteil hier reingeklebt und hier sind einige Auswerfermarken, die dann aber, na, ich glaube, die müssen entfernt werden. Die anderen Bauteile können dann so dran montiert werden, die daran müssen, laut der Anleitung, die ich ja vorhin gezeigt habe. Das Positive ist aber, dass wir hier einen Wortwitz, positiven Auswerfermarken haben, das heißt, dass die erhaben sind und das ist insofern für uns positiv, ja, jetzt habe ich ihn nochmal gebracht, weil nämlich die Bauteile dann relativ, beziehungsweise die Auswerfermarken relativ einfach und gut entfernt werden kann. So, sieht ein bisschen ähnlich aus, kommt aber nur, weil das eine Seitenteil hier natürlich ist. Hier haben wir die ganzen Türen, Anbauteile, von dem Chassis und von dem Rahmen dann noch was. Und von der Detaillierung sieht das richtig, richtig knorke aus. Wenn man sich das hier mal anguckt, hier auf dem Trittblech, das ist schon mal ganz nett. Und auch hier oben die einzelnen Nieten und so. Und vor allen Dingen von der Qualität, es sind keine irgendwelchen bösen Überraschungen da, sondern tatsächlich, das ist 1A-Qualität, wie die jetzt auch andere Firmen, ja, die im Programm haben. So, da hat ICM wirklich ganz viel investiert. Ich habe das ja vorhin schon eingangs mal erwähnt. Hier ist das Dach, da kommt dann, wie man sehen kann, da kommt dann der Drehturm ran. So, und für ein Patrouillen- oder Grenzfahrzeug ist das natürlich ganz schön waffenmäßig ausgestattet. Hat sich natürlich aber auch im Laufe der Jahre dann ziemlich bewährt. So. Das haben wir uns einmal angeguckt. Kommt hier der nächste Spritzling, der ist ein bisschen kleiner, der beschäftigt sich mit dem Turm und dem Heck und so ein paar Anbauteilen und passenderweise müsste man gleich den daneben legen. Hier haben wir nämlich die Bewaffnung, das kann man schön sehen, das ist ja dieses große Maschinengewehr oder Maschinenkanone, die immer gerne bei ukrainischen oder russischen Fahrzeugen drauf montiert worden ist. So, eine kleine Sekundärbewaffnung haben wir auch nochmal. Die könnte dann als Alternative genommen werden. Da auch nochmal ein kleiner, ein bisschen Ausrüstung. Hier die Türen. Interessantes Konzept übrigens, dass das zwei Türen sind, die sich dann nach links und rechts öffnen und nicht eine große Klappe oder eine große Tür, je nachdem. Und hier, nach amerikanischem Vorbild oder so, bei ihren MRAPs, da sind ja auch diese Art Türme mit diesen großen Sichtlukentüren dann zu finden. Also da wurde sich ein bisschen dran orientiert. Ganz interessantes Konzept,
hat sich ja im Nahen Osten beziehungsweise dann auch in anderen Ländern ganz gut bewährt, sonst wird man das hier nicht weiter fortführen. So, was hier allerdings fehlt bei den beiden Waffen, wir haben keine Öffnung nach vorne, das musste dann mit einem Bohrer, mit einem Handbohrgerät dann nachgeholt werden. Warum sage ich extra Handbohrgerät? Ich würde keinen Akkuschrauber oder so nehmen, auch wenn man da faul ist, aber ich spreche da aus Erfahrung, dass man gerade für solche Kleinigkeiten besser mit Handarbeit zurechtkommt, als wenn man mit irgendwelchen Maschinen da rumfummelt. So, dann kommen wir zu einem der letzten großen Spritzlinge, kann man hier sehen. Und da sind natürlich auch viele Bauteile, die wir da doppelt haben. Aufhängung, Federpakete, aber auch Innenausbaudetails. Die wollen wir uns natürlich auch mal detailliert hier angucken. So, und ICM, das muss man auch mal sagen, die sind wirklich super, was Muster angeht. Total unkompliziert, finde ich richtig gut. Da gibt es andere, die ziehen sich da wesentlich mehr, so, und dann ist das natürlich immer auch eine Freude, die Sachen vorzustellen, das euch zugänglich zu machen, hat ja am Ende des Tages jede Partei was von, die potenziellen Kunden, die Händler und natürlich auch die Hersteller. So, und wenn man dann sich überlegt, wie groß oder wie gering eigentlich dann der Aufwand ist, sich das Ganze hier anzugucken, das Ganze hier zu drehen. Das ist einfach nur, dass der Hersteller das dann dementsprechend auch mal uns zukommen lassen sollte. So, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, zum berühmten 1000. Video. Also voll der Wahnsinn, wie das gewachsen ist die ganzen Jahre, wie sich das entwickelt hat. Das hätte ich nämlich nie geglaubt. So hat nämlich der Satz jetzt seinen richtigen Sinn. Und ich hoffe, dass wir dann auf jeden Fall auch die nächsten 1000 Videos dann noch voll bekommen. So. Also von der Detaillierung 1A Arbeit, da ist kein Schmufix dran, da sind keine Versatzstücke, keine Auswerfermarken. Das ist eine richtig schöne runde Sache. Dann habe ich hier den Spritzling Dividora, der ist zweimal da. Da sind dann ganz viele Dubletten, wie hier die Felgen, Sitze, einige Anbauteile, die wollen wir uns natürlich auch mal im Detail angucken. So, wir fangen mal mit der Schnickenseite an. Kamera hat auch schön scharf geschaltet. So, gehe hier mal ein bisschen nah ran. Ja, mich würde natürlich immer interessieren, was denkt ihr davon? Wie haben euch denn die 1000 Folgen so gefallen? Ist das alles okay so? Fühlt ihr euch gut aufgehoben? Ich meine, ja, ist ja so auch so, wie es ist. Und also ich denke mal auch schon, dass das relativ einzigartig ist, was wir hier haben, dass ich keine andere Institution, Privatmann oder so kenne, der so viele Videos online gestellt hat zu diversen Themen. Gut, genug geweihräuchert hier jetzt selber. Die einzelnen Details sollten soweit klar sein. Hier ein bisschen aufpassen bei diesen kleinen Zickzack-Kunststoffteilen. Manchmal ist das nämlich so, wenn das nicht in einem Guss reingespritzt worden ist, dass man dann so einen kleinen Versatz drin hat. Die Teile brechen ganz gerne ab. Was mache ich dann? Klebe das einfach mit ein bisschen Kleber wieder fest. Würde ich gar nicht dran rum experimentieren. Groß was machen. Gegebenenfalls ein bisschen anschleifen. Vorsichtig mit spitzen Fingern das Ganze dann behandeln und dann sollte das auch gut sein. So, ja, das Einzige, was mir persönlich nicht so gut gefällt, das sind die Vinylreifen. Das ist aber dem geschuldet, dass es A, natürlich günstiger ist und B, dass man damit einfach eine höhere, ich möchte mal sagen, Kundenfreundlichkeit, Bindung erhält. Erstens mal ist das mit den Vinylreifen in Kunststoff wirklich schon mal nicht mehr so wie früher. Ich denke da nur an alte, ich sage immer Eschi oder Italieri-Modelle, das geht, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe bei den neueren Modellen überhaupt nichts, dass das hier irgendwie klebrig ist oder so, sondern das ist wirklich eine hervorragende Qualität und man sieht das ja auch am Profil und an den Flanken, dass das schon richtig gut passt von der Qualität. Und es ist natürlich auch, nicht jeder mag die Cousin-Reifen kaufen, möchte mit Cousin arbeiten. Kunststoffreifen lässt sich schwer mit dieser Art Profil hier darstellen, einfach weil das schwer umzusetzen ist, das kann man relativ schlecht machen und dann sind Vinylreifen oder halt in der Sandwich-Bauweise, das geht auch, aber halt nicht mit diesen
Profil. Das könnte man dann alternativ machen. Und das ist dann der Grund, warum das so ist. Immer wieder lese ich bei unseren Kommentaren, dass das nicht zeitgemäß ist. Aber ehrlicherweise muss man sagen, für die ja, High Society, wirklich für die Cracks, die kaufen sich da Visoresin-Reifen zu. Und wenn die bemalt sind oder auch gealtert dann oder beides, sieht man das nicht mehr, ob das das von dem einen oder von dem anderen sind. Und deswegen verzichten da viele drauf, möchten gerne ein Modell bauen, das Erlebnis dazu haben. So, und dann hat das natürlich auch seine Richtigkeit. Und ist auch nochmal was anderes. Der Bausatz kostet jetzt knapp unter Mitte 40 Euro. Hätte ich gewusst, dass das hier 12.000 Mal eingewickelt ist. Keine Sorge, denn sie ist von vorher rausgeholt. Aber es kann ja keiner ahnen, dass das hier den dritten Weltkrieg überleben muss. So, und wenn man dann andere Reifen nimmt oder andere Reifensysteme, dann könnt ihr gut nochmal 10er draufrechnen. Ja, wirklich, das ist so teuer durch die Entwicklungskosten und auch durch den Aufwand, der dann betrieben wird, das Ganze dann zu herzustellen. Und daher gehen halt viele Hersteller diesen Weg und das einfach mal als Erklärung. Nicht jetzt als Rechtfertigung oder so. Wie gesagt, mir persönlich macht das nichts. Wenn ich mal ein Radfahrzeug baue, dann tausche ich das meistens aus. Aber bei den 2-3 Modellen tatsächlich, die ich im Jahr fertigstelle, ja, ist das für mich, denke ich mal, vom Aufwand okay. So, dass da Löcher drin sind, ich lege mal die Hand so ein bisschen drunter, dann kann man sehen, dass da Löcher drunter sind, das hat seine Richtigkeit, da sollte man dann Waffen durchstecken können. Die Stärke des Glases hat auch seine Richtigkeit, das soll nämlich durchschusssicher sein. Daher passt das schon ganz gut. Und ich habe euch ja noch gesagt, dass wir hier Ätzteile drin haben. Und die versuche ich jetzt mal rauszuangeln hier. So, diese Film raus. Genau. So, und interessanterweise sieht das eher aus so ein bisschen wie Bronze. Ist so bronzefarben, das Ätzteil. Ganz interessant. Und hier sind die. Das sind die Ätzteile. Also finde ich richtig gut, dass ICM, ja, ich sag nur, über seinen Schatten gesprungen ist und auch mal was Neues ausprobiert hat. Tut der Aufwendigkeit ein bisschen Abschlag. Da muss man natürlich aufpassen, das ein bisschen anschleifen, mit Sekundenkleber arbeiten. Die Arbeiten mit Ätzteilen sind halt doch mal ein bisschen anders. Aber, und das kann ich euch auch sagen, werten das Modell unheimlich auf. Ne? Das muss man wirklich dann mal sagen. So, für 2 der 5 Dekelvarianten haben wir hier diese schönen Abziehbilder, wie man schön erkennen kann, und da entdeckt ihr immer einzelne Nummern drauf und die geben an, wo die jeweiligen Abziehbilder dann anzubringen sind. Könnte man natürlich auch selber lackieren, aber warum sollte man, wenn dann der Hersteller hier schon so einen heißen Scheiß, und das hier ist wirklich heißer Scheiß, spart wirklich eine Menge Lebenszeit, eine Menge Stress und Ärger, als wenn man dann die Sachen selber ausplottet oder gegebenenfalls auch ausschneidet, das bringt schon mal eine ganze Menge. So, dann haben wir natürlich noch den normalen Abziehbilderbogen, der mit einigen Wartungssachen daherkommt, aber auch natürlich hier mit den Abzeichen. Da kann man die ukrainischen Hoheitszeichen schön sehen, die einzelnen Zuteilungsnummern, aber auch natürlich das, was im Cockpit dann bzw. im Instrumentenpanel dann angebracht werden muss. Vom Druck her richtig gut, das sind schöne satte Farben, ganz kleiner Trägerfilm nur, also genau so, wie es sein soll. Da ist ICM auch auf der Höhe der Zeit und ich denke mal, dass ICM einen hervorragenden Platz im oberen Drittel hat, der Hersteller. Also da gibt es wirklich, wirklich nichts zu mäkeln oder zu meckern. Natürlich kann man die Latte auch immer höher legen, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, das passt auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, ihr seht, ich bin auch schon im Schlusswort. Den Kosak 2 hier habe ich gerne vorgestellt. Würde mich freuen, wenn ihr dazu das eine oder andere schreibt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Was sagt ihr zu diesem Modell, zu diesem Fahrzeug und auch zu der Firma ICM? Da bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Freue mich schon auf die nächsten Videos mit euch und für euch natürlich. Sag Arrivederci, bis dann. Ciao, macht's gut.